Hi und willkommen auf unserem Kanal. Ich bin Jona und möchte heute mit euch die besten Kaffeevollautomaten vergleichen. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Kaffeeliebhaber haben es nicht leicht. Beim Kauf eines Kaffeevollautomaten ist die Gefahr eines Fehlgriffs groß. Denn viele wichtige Aspekte deckt selbst die ehrlichste Herstellerbeschreibung nicht ab. Für unseren Kaffeevollautomatentest wurden insgesamt 26 Modelle nach allen möglichen Kriterien geprüft und eingeschätzt. Der Kaffeevollautomatentestsieger De'Longhi E-Cam 370.95.T Dynamica Plus kostet rund 690 Euro. Empfehlenswerte Geräte für Puristen gibt es aber auch schon zwischen 200 und 300 Euro. Mit unseren Tipps und Ratschlägen werdet ihr hoffentlich die richtige Entscheidung treffen. Für unseren Vergleich haben wir ein breites Spektrum an Geräten ausgewählt, damit wirklich für jeden Kundentyp mindestens ein relevantes Produkt dabei ist. Falls dir übrigens das Video jetzt schon gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls nicht, erzähl es uns in den Kommentaren, was wir verbessern sollten. Und wenn wir schon mal dabei sind, vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, um keinen unserer zukünftigen Vergleiche mehr zu verpassen. Vielen Dank! Wir starten mit dem Testsieger, De'Longhi E-Cam 370.95.T Dynamica Plus für rund 860 Euro. Ihre Vorteile sind der tolle Espresso und der große Einstellungsfreiraum. Nachteile: sie ist etwas langsam. Einen guten Espresso sollte man nicht zu heiß trinken. Fallen die Temperaturen, so kann die Zunge mehr Nuancen entdecken. Außerdem schmeckt ein guter Kaffee immer noch gut, selbst wenn er kalt ist. Das Problem: die hübsche Crema fällt irgendwann in sich zusammen. Das ist bei der De'Longhi Dynamica Plus nicht so. Selbst nach einer Viertelstunde steht die Crema noch wie eine Eins. Unser Sommelier lobt den Geschmack in den höchsten Tönen und vergibt die bislang beste Bewertung unter den von uns getesteten Vollautomaten. Das Aroma sei sehr ausgewogen und die Maschine gibt einem enorme Möglichkeiten fürs Feintuning an die Hand. Für unsere Testbohnen hat er optimale Einstellungen im mittleren Bereich gefunden. Nach oben und unten ist also in jeder Hinsicht viel Platz. Auch die Dynamica Plus kommt mit einer App. Hier könnt ihr Einstellungen noch übersichtlicher und feingliedriger vornehmen als an der Maschine selbst. Aber auch an der Maschine könnt ihr viele Variationen für den persönlichen Geschmack speichern. Unsere Kollegen fanden Gefallen an der Maschine. Geschmacklich steht sie gut da. Auch die vielen Einstellmöglichkeiten werden gelobt. Die Bedienung ist intuitiv, das Display ist gut ablesbar. Moniert wird nur der Mischmasch aus deutschen und englischen Texten, die schwer zu reinigende Tropfschale und dass die eingestellte Kaffeemenge beim Bezug nicht ersichtlich ist. Ansonsten gibt es nicht viel, was uns an der Maschine stört. Sie lässt sich fast eine Minute Zeit, bis ein Espresso fertig ist. Außerdem fehlen der Maschine die elektrischen Überlaufsensoren, mit denen die Jura-Konkurrenten aufwarten kann. Dafür spart ihr bei diesem gleichwertigen Modell viel Geld. Die De'Longhi Dynamica Plus ist ab rund 860 Euro erhältlich. Weiter geht es mit unserem Preistipp. Der Chibo Esperto Kaffee für rund 270 Euro. Ihre Vorteile sind: sie ist günstig, sie ist sehr kompakt und die simple Bedienung. Nachteile sind: sie hat keine Milchoption in der Standardausführung. Sie hat nur einen kleinen Wasserbehälter und die winzige Ausstattung. Dass ein vernünftiger Espresso nicht die Welt kosten muss, beweist die neue Version der Chibo Esperto Kaffee. Viel geändert hat sich im Vergleich zur Vorgängerin nicht. Die Americano-Taste ist nun einem Doppio gewichen, so dass ihr euch ohne einen weiteren Handgriff einen zweiten Shot in die Tasse anlassen könnt. Ansonsten hat Chibo etwas an kleineren Einstellungen gedreht, wie etwa der automatischen Abschaltzeit. Unser Sommelier beschreibt den Geschmack als ausgewogen, wobei es dem Kaffee ein wenig an Körper fehlt. Das insgesamt gute Ergebnis bekommt ihr allerdings nur, wenn ihr die Taste Intense Plus drückt. Andernfalls wird das Getränk zu dünn. Die Crema steht mächtig in der Tasse und macht Lust aufs Trinken, fällt aber schnell auf ein normales Niveau zusammen. Die Einstellmöglichkeiten sind zudem recht beschränkt. Ihr könnt nur den Mahlgrad und die Wassermenge tunen.
Die Temperatur steht euch nicht als Stellschraube zur Verfügung. Und hier endet auch fast schon der Feature-Umfang der Chibo Esperto Kaffee. Neben zwei Rezepten, Kaffee und Espresso, bekommt ihr nämlich keine weiteren Voreinstellungen. Ebenso fehlt ein Milchaufschäumer. Wollt ihr eure Gäste also mit einem feinen Cappuccino bedienen, müsst ihr selbst Hand anlegen oder einen elektrischen Milchaufschäumer zur Rate ziehen. Immerhin, Chibo spendiert der Maschine einen nützlichen Aufsatz, mit dem sich der Bohnenbehälter wahlweise auf große 300 Gramm erweitern lässt. Und der simple Aufbau gestaltet die händische Reinigung leicht. Leider ist nur kein Teil des Automaten für den Geschirrspüler geeignet. Das Beste ist aber der Preis. Für den aufs Wesentliche konzentrierten Kaffeegenuss müsst ihr nur rund 270 Euro zahlen. Übrigens findet ihr diesen Kaffeevollautomaten und alle weiteren verglichenen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch mal nach. Jetzt machen wir hier weiter mit dem besten Geschmack. Die Magnifica Ecam Evo 292.81 TB für rund 530 Euro. Vorteile sind der exzellente Kaffee und die vielen Einstellmöglichkeiten. Nachteile sind, sie ist kaum ohne Anleitung bedienbar, muss intensiv gereinigt werden und ist recht laut. Der Espresso gehört zu De'Longhi's Kerngeschäft, gar keine Frage. Selbst deren günstigster Automat im Test, der Magnifica SE-CAM 22.110.B, produziert überraschend gute Ergebnisse. Der neue Magnifica Ecam Evo 292.81.TB setzt einen drauf und produziert einen Espresso mit daumendicker Crema, den unser Sommelier nur nach reiflicher Überlegung von der bislang unerreichten maximalen Punktzahl von 4 auf 5 herabstuft. Das Getränk lässt sich an der Maschine enorm fein einstellen, ist sehr ausgewogen und bringt für einen Vollautomaten einen enormen Körper in die Tasse. Damit liegt die Maschine so nah an der Siebträgermaschine wie keine andere im aktuellen Test. Was die Magnifica im Geschmack gewinnt, verliert sie allerdings bei der Handhabung. Dort gibt es eine ganze Reihe an Makeln, von den fies knackenden Bohnen im Mahlwerk über eine lange Nachtropfzeit bis hin zur überholten Bedienung. Die tägliche Nutzung fällt dank der großen Symboltasten für einzelne Rezepte zwar leicht, mangels Display müsst ihr für Gerätefehler oder zur Einstellung der Wasserhärte aber zwingend die Anleitung zur Rate ziehen. Denn ansonsten sind die kryptischen Leuchten nicht verständlich. Und dass man für einige Optionen Tasten lange gedrückt halten muss, würde auch niemand selbst erraten. Zudem bietet die Maschine kein automatisches Reinigungsprogramm, was uns bei einem Gerät, das seit November 2021 mit 599 Euro UVP in den Regalen stand, doch etwas überrascht. Ebenfalls überraschend die Menge an feuchtem Kaffeepulver, das sich in vielen Nischen des Innenraums versteckt. Ihr solltet eure Maschine gerne putzen wollen, um an ihr nicht schnell den Spaß zu verlieren. Und für welches Gerät entscheidest du dich? Oder hast du dich womöglich schon entschieden? Teile es uns in den Kommentaren mit. Und falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls nicht, erzähl uns in den Kommentaren, was wir verbessern sollten. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, um keinen unserer zukünftigen Vergleiche zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.